Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet über die Partnervereine der DB AG. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Diesmal Hertha vor den Wochen der Wahrheit. Markus Babbel im Interview. Und Steffi Jones auf Welcome Tour. Ganze 11 Spiele bleiben 11 Spiele bis zum Aufstieg. Das hofft ganz Berlin. Für Hertha zählt nur die Rückkehr ins Oberhaus und auch für ihn. Der Vertrag von Trainer Markus Babbel verlängert sich nur im Fall des Aufstiegs. Bayer Babbel unweigerlich zu 100% Berliner. Darüber hinaus ist Markus ein Perfektionist, der vom Kopf her genau weiß, was er will. Und ich das im Endeffekt ihm an den Augen ablesen kann, was er möchte heute. Babbel und Wittmeier bildeten schon in Stuttgart ein Duo. Dem Traumstart beim VfB folgte allerdings der Absturz, die Entlassung. Umso wichtiger also, dass die Mission Aufstieg in Berlin gelingt. Viel Druck für den Trainer, der Aufstiegs-Countdown läuft. Dennoch, Babbel bleibt locker neben und auf dem Platz. Im täglichen Training gibt Wittmeier den Ton an. Babbel beobachtet. Durch das Beobachten sieht er eigentlich sehr viel und kann dann auch in der Entscheidungsfindung fürs Wochenende sich auch ein Bild machen von der Mannschaft. Das nächste Wochenende führt Babbel und die Herthaner nach Aachen. Wie gesagt, noch 11 Spiele bleiben für das große Ziel Bundesliga. Markus, ihr vergleicht den Aufstieg immer mit einem Marathonlauf. Jetzt würde ich mal sagen, ihr seid bei Kilometer 35. Wie waren die letzten 35 Kilometer und vor allen Dingen, worauf kommt es jetzt bei den letzten 7 Kilometern noch an? Ich denke, dass wir jetzt eben die gute Ausgangsposition, die wir uns erarbeitet haben, jetzt einfach festigen, verteidigen oder eventuell sogar ausbauen. Und daran gilt jetzt eben die harte Arbeit, weil natürlich die Mannschaften, auf die wir jetzt noch treffen, entweder selber um den Aufstieg noch mitspielen oder gegen den Abstieg spielen. Also sprich, da wird nochmal alles abverlangt werden und da gilt es höchste Konzentration, jetzt nochmal alles zu mobilisieren, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes, alles dafür zu tun, um am Ende dann auch erfolgreich zu sein. Du hast bei den Bayern gespielt, da ist Druck ganz normal. Wie versuchst du das denn dann deiner Mannschaft so ein bisschen einzuimpfen, dass sie mit dem Druck umgehen können? Weil gerade die letzten Spiele, da kommt es dann wirklich drauf an. Ja, das ist ein Prozess, der natürlich nicht von heute auf morgen geht. Ich habe das große Glück gehabt, eben es 16 Jahre lernen zu dürfen und zu können. Also von daher bin ich da ganz gut gewappnet. Wichtig ist, dass die Jungs einfach sich nicht auseinanderdividieren lassen, auch mit dem schwierigen Umfeld, wo da natürlich da ist, wo entweder nur schwarz oder weiß gibt. Entweder ist es alles sensationell oder wir sind die schlechteste Mannschaft auf der Welt. Und da darf man sich nicht auseinanderdividieren lassen, sondern muss konzentriert arbeiten, versuchen, das maximal aus sich herauszuholen, weil dann sind wir eben auch besser. Bleiben wir mal gleich bei den Medien. Im Moment in allen Zeitungen eigentlich Michael Arz, ja, ist er noch der richtige Mann? Nimmt Markus Babbel ihn eventuell aus dem Tor? Nimmst du ihn raus? Nein, überhaupt nicht. Ich spiele überhaupt nicht mit dem Gedanken, weil man darf einfach nie vergessen, was hat er schon für uns geleistet. Er hat in vielen Spielen, war er unser starker Rückhalt, hat uns vor Gegentoren bewahrt, hat uns die Siege gerettet und darüber hinaus auch seine Einstellung zu der ganzen Sache mit einer schweren Verletzung, sich nicht operieren lassen, hat alles dafür getan, um jetzt auch wieder im Tor zu stehen. Und wenn dann mal zwei Bälle reingehen, wo er vielleicht nicht ganz so gut aussieht, ich denke, da kann man drüber hinwegsehen. Markus, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hast du nur mal einmal eine Sekunde darüber nachgedacht, dass es eventuell am Ende nicht reichen könnte? Nein, ich bin ein positiver Mensch. Ich bin zu 100% von meiner Mannschaft überzeugt. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, weil ich merke, die Jungs setzen sich damit auch auseinander. Vielleicht ist es das auch ein Grund, warum vieles nicht ganz so leicht aussieht, weil die Mannschaft sich unglaublich viele Gedanken macht. Vielleicht teilweise zu viele. Ich würde es mir auch wünschen, wenn sie etwas lockerer und lässiger an die Sache rangehen würden. Andererseits zeigt mir, dass die Jungs sich einfach mit dem Verein total identifizieren. Sie wissen ihre große Verantwortung. Sie wissen, dass sie extrem großen Druck haben und ich hoffe, dass wir den Stand halten. Markus, ich danke dir für das Gespräch und viel Erfolg am Samstag in Aachen mit einem Dreier. Vielen Dank. 5 Niederlagen in 6 Spielen bei 0:11 Toren. Frankfurt stürzt ab und muss jetzt auch noch auf Oka Nikolov verzichten. Der Torhüter fällt wegen einer Fußverletzung mindestens 6 Wochen aus. Für ihn rückt Ralf Fährmann zwischen die Pfosten. Am Sonntag empfängt die Eintracht den Tabellenvorletzten aus Stuttgart zum Kellerduell, Abstiegskampf in Frankfurt. Dagegen darf Hoffenheim, momentan 9. bei einem Heimsieg gegen Mainz, noch auf den Europapokal hoffen.
In der Fanecke gibt es wie gewohnt Hertha-Karten zu gewinnen. Diesmal fürs Heimspiel der Berliner gegen den FSV Frankfurt am 4. März, inklusive An- und Abreise mit der Deutschen Bahn. Das Gewinnspiel unter bahn.de/fan-ecke. Die erste Ausgabe des DB-Fankicks war ein voller Erfolg. Kruse kickte gegen Zecke und 10 glückliche Gewinner waren mit dabei. Jetzt ruft Spielzug zur zweiten Ausgabe. Kruse gegen Körbel, der DB-Fankick in Frankfurt. Bewirb dich für das Team Kruse. Warum? Was gibt es Schöneres, als gegen den Rekordspieler der Fußball-Bundesliga zu gewinnen? Bewerbt euch für das Team Körbel, weil ihr wollt ja viel Spaß haben und vor allen Dingen, ihr wollt ja das Spiel gewinnen. Also, auf geht's! Kruse gegen Körbel und du kannst dabei sein. Die Deutsche Bahn verlost 5 Plätze pro Team, An- und Abreise sowie den Besuch beim Spiel Frankfurt gegen Bremen. Die Bewerbung mit Name, Adresse und Alter geht an db-fankick@spielzug.com. Übrigens, weitere Ex-Profis der Eintracht werden die Teams verstärken. Der DB-Fankick, eine runde Sache. Frankfurt Hauptbahnhof, vergangenen Montag. Steffi Jones macht sich auf den Weg nach Paris. Nicht mal 4 Stunden braucht der ICE von der Main-Metropole in die französische Hauptstadt und das mit allem Komfort. Mit Tempo 300 raste die Präsidentin des WMOK zur nächsten Station ihrer sogenannten Welcome Tour, auf der sie alle Teilnehmerländer der WM vor dem Eröffnungsspiel am 26. Juni bereist. Die Frauen-WM steht vor der Tür und ich darf auf meiner 15-Länder-Reise alle Teilnehmer besuchen. Wir denken natürlich alle auch umweltbewusst, das heißt, ich fahre jetzt mit der Bahn von Frankfurt nach Paris. Die Deutsche Bahn ist nationaler Förderer und offizieller Mobilitäts- und Logistikdienstleister der WM, spielt somit eine Hauptrolle in den Planungen des DFB. Steffi Jones und DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach arbeiten mit Hochdruck am nächsten Sommermärchen. Termine am Louvre, den Champs-Élysées, am Eiffelturm oder in Montmartre gehören dabei zur angenehmen Pflicht. Am Abend trafen sich 150 Gäste in der Deutschen Botschaft und stimmten sich ein auf die WM. Dort sehen sich Deutschland und Frankreich übrigens wieder am 5. Juli im letzten Vorrundenspiel. In dieser Folge verlosen wir ein Hertha-Trikot mit dem Autogramm von Markus Babbel. Beantworten Sie nur folgende Frage. Für welchen englischen Topverein spielte Markus Babbel von 2000 bis 2003? A. FC Liverpool oder B. Arsenal London? Schicken Sie Ihre Antwort per Mail an die Adresse gewinnspiel@spielzug.com. Viel Erfolg! Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, meldet sich am nächsten Freitag wieder. Im Videochannel auf Sport 1 in der Fanecke der Bahn, bei TV Berlin, Rhein-Main TV und Rhein-Neckar-Fernsehen.